Es ist eine Szene wie aus einem Disney-Film. Am Eingang zu einer Straßenunterquerung in Kalifornien treffen sich ein Kojote und ein Dachs und sind offenbar dicke Kumpels. Dieses Video der tierischen Freunde geht derzeit um die Welt, wurde bereits millionenfach angeklickt. Auch wenn es das wohl erste Mal ist, dass so ein Verhalten gefilmt wurde, ist es in der Natur durchaus nicht ungewöhnlich. Offenbar, weil sie im Team mehr Beute fangen als einzeln, gehen Dachse und Kojoten laut Überlieferungen amerikanischer Ureinwohner immer wieder gemeinsam auf die Jagd. Der Tunnel ist indes auch bei anderen Tieren sehr beliebt. Angelegt wurde er von Tierschützern unter einer Straße, damit Puma, Stinktier und Co. gefahrlos in die Nachbarwelt wechseln können. Für die Tiere ist das überlebensnotwendig, nicht nur zur Futtersuche. Bleiben die Populationen zu lange unter sich, leidet ihre genetische Vielfalt. Es droht das Aussterben. Dass Dachs und Kojote auf der anderen Seite des Tunnels gemeinsam auf Brautschau gehen, kann indes ausgeschlossen werden. Die Natur ist eben doch kein Disney-Film.